wenn du nicht ausklickst an Kreuzungen, was da alles passieren kann. Also wusste ich, ich muss mich konditionieren, ausklicken. Ausklicken, an jeder Kreuzung ausklicken, nicht vergessen. Ich stieg also auf das Rad. Ich getraute mir nicht mal oben anzufassen am Lenker, sondern Unterlenker. Ich dachte, und ich fuhr los. Ich fuhr und fuhr und irgendwann von Altenburg aus kam ich in die schöne landschaftliche Gegend, Kosbudener See, Leipzig. Aber wiederum, ich bin eine Frau. Was wurde mir zum Verhängnis? Ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Also musste ich nach dem Weg fragen. Es war, glaube ich, filmreif. Ich fuhr auf die Menschengruppe zu und in dem Moment fiel es mir ein. Was hatte ich vergessen? Auszuklicken. Und ich fiel wie ein nasser Sack vor dieser Gruppe von Menschen wusch. Und da lag ich und schaute nach oben und sagte, ich wollte eigentlich nur nach dem Weg fragen. Das war meine erste Rennradtour. Es waren zum Schluss 130 Kilometer. Und Jahre später gehörte die Altenburgerin Nicole Bauer zum Thüringer Team beim Race Across America, dem härtesten Radrennen der Welt. Gemeinsam mit Sven Ole Müller aus Weida berichteten die beiden über ihre Erfahrungen bei dieser extremen Tour. Ihr Impulsvortrag war Bestandteil des zweiten Marktplatzes Südthüringen im Panorama Hotel in Oberhof. Dazu trafen sich am 23. September 2017 Vertreter aus Wirtschaft, Tourismus und Sport, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Veranstaltet wurde der Austausch von Aktiv für Oberhof. Die Kernfrage der Veranstaltung war, wie wichtig sind zielorientierte Veränderungen für die Entwicklung des Thüringer Waldes und welche Rollen spielen dabei Sport und Wirtschaft? Ich habe erst überlegt, mit wem könntest du sowas machen, weil alleine geht eben das nicht. Große Sachen erreichst du immer nur in der Gemeinschaft. Und das ist mir sofort eingefallen, genauso durchgeknallt, positiv, verrückt. Und habe sie gefragt und hat sie gesagt, ja. Was ist das denn? Ren. Ja, das ist das härteste Radrennen der Welt, 5000 Kilometer Radfahren. Da habe ich kurz überlegt, habe gesagt, ja, das machen wir. Unter einer Bedingung. Wir stehen perfekt vorbereitet am Start. Und so ging es los. Weil das Spannende ist, für mich war das Spannende, schaffen wir es innerhalb von kürzester Zeit, ein Team aufzustellen, was dieses Rennen bestreiten und letztendlich auch gewinnen kann. Haben uns die Frage erstmal gestellt, ist es denn überhaupt möglich, von einem ambitionierten Freizeitsportler an die Weltspitze im Ultraradsport zu kommen innerhalb eines Jahres? Das ist die Frage gewesen. Und wenn Sie heute was mitnehmen können aus diesem Vortrag, dann ist es auf jeden Fall das Geheimnis des Gelingens. Also was ist das Geheimnis? Wie kann ich das schaffen, in einer relativ kurzen Zeit, in einer Gruppe von Menschen Dinge zu erreichen, die unter normalen Teambildungsaspekten, unter normalen Aspekten des Miteinander, wie wir es so kennen, in der Gesellschaft, auch in der Wirtschaft, wie kann man das abweichen davon, schaffen, ganz große Dinge zu bewegen. Das Race Across America gilt als das härteste Radrennen der Welt. Es führt über 5000 Kilometer von der West- zur Ostküste der USA. Fast 50.000 Höhenmeter sind zu überwinden, 15 US-Bundesstaaten und 4 Zeitzonen zu durchqueren. Bei Außentemperaturen zwischen 0 und 50 Grad geht es teilweise bis auf über 3000 Meter hohe Pässe hinauf. Profis und Amateure fahren dabei gegen die Uhr. Nach 6 Tagen, 17 Stunden und 56 Minuten hatte das Quartett um die Altenburgerin Nicole Bauer und den Weidauer Sven Ole Müller die etwas mehr als 5000 Kilometer geschafft. Das Thüringer Team hatte 2016 den Mixwettbewerb des Race Across America gewonnen. Aber was, auf was wir nicht vorbereitet waren, war nach der Ziellinie. Was der Körper dann mit uns gemacht hat,
es mir heute noch die Haare zu Berge stehen. Weil wir von einer Minute auf die andere, eigentlich von einer Sekunde auf die andere eingeschlafen sind. Und wenn Sie so konditioniert sind wie wir haben immer alles im Griff und man kann sich intellektuell alles erklären und Emotionen aber auch im Griff, wenn sie nicht sein müssen, werden sie weggedrückt. Aber dieses Thema hat nicht funktioniert. Der genetische Code eines solchen Teams ist Freiheit, Vertrauen und Souveränität. Wir haben in der gesamten Vorbereitung, wir haben sie auch rekapituliert, niemanden im Team kontrolliert. Also jeder hat sich nur selbst kontrolliert. Ne? Jeder hat ja seine Aufgabe, ja Kutzker Methode, ne? Jeder kennt seine Aufgabe. Und jeder hat sein Zeug gemacht. Das Einzige, was wir kontrollieren mussten, das waren so Sachen, die uns nicht so stark motiviert haben, die aber sein mussten. Zum Beispiel, dass jeder sein ESTA, also sein Visum beantragt hat, dass jeder einen Ausweis hat, der noch mehr als 3 Monate gültig ist und so Zeug. Das hat wirklich bis zum Schluss, da haben wir Listen geführt und zu jedem Meeting musste man immer wieder, hast du das jetzt, das hat einfach nicht geklappt. Es hat dann am Ende geklappt, aber es musste kontrolliert werden. Aber ansonsten, die wichtigen Dinge, also alles, was zu organisieren war, hat jeder eigenverantwortlich gemacht. Niemand ist jemals kontrolliert worden, auch nicht vom, das Training ist nicht kontrolliert worden, gar nichts. Nichts, null, niente. Und die Person, die natürlich mit so einem System, mit so viel Freiheit nicht umgehen konnte, die lieber eine Hierarchie gehabt hätten und dem einen oder anderen gesagt hätten, du machst das so und wenn nicht, hat das die und die Konsequenzen, die sind freiwillig aus dem Team ausgeschieden. Nach der 72-Stunden-Simulation ist der Physiotherapeut raus. Das war zu Ostern, im Juni sind wir gestartet. Wenn da der Physiotherapeut sagt, also Leute, was wir hier machen wollen in Amerika, das ist lebensgefährlich, weil ich schaffe das nicht mit dem Schlaf, ich penne ein. Nach 72 Stunden, nach der Hälfte, hat er quasi schon gemerkt, er packt das einfach körperlich nicht. Da war das aber gut, dass er es uns gesagt hat. Ne? Und da ist er ausgeschieden und da haben wir irgendeinen Ersatz gefunden. Dass ich roundabout 4 Wochen vor Start ganz tief innen, das war ein Gefühl, das konnte ich nicht nur an Fakten festmachen, gesagt habe, jetzt ist perfekt, genau. Safe. Wir haben Sportler, wir haben Nicht-Sportler, wir haben ganz verschiedene Persönlichkeiten dabei. Ich fühle mich geborgen, ich fühle mich aufgehoben. Ich weiß, uns wird nichts passieren und ich weiß, wir werden gewinnen. Es läuft wahnsinnig gut. Wir sind unglaublich zufrieden. Wir haben gerade den ersten Vortrag gehört von Sven-Ole Müller und Nicole Bauer, die Gewinner des härtesten Radrennen der Welt. Und das war für mich sehr, sehr emotional, weil ich die beiden schon ganz, ganz lange kenne. Und als ich sie kennengelernt habe, auch nicht gedacht habe, dass die irgendwann mal sowas erreichen. Und wir stehen jetzt hier mitten auf dem Marktplatz und die Leute haben sich so langsam eingefunden, besuchen jetzt die Stände. Es sind alles regionale Partner, da legen wir immer besonders viel Wert drauf. Und unser Ziel ist es heute einfach, die Menschen zueinander zu bringen, im Kreise Aktiv Vorhof zu zeigen, dass wir gemeinsam was bewegen können. Was wir bewegen können, sieht man hier schon. Wir haben das in kürzester Zeit und nur mit Hilfe unseres Netzwerkes hier alles auf die Beine gestellt. Hinter Aktiv Vorhof stecken ganz fleißige und leidenschaftliche Menschen, die zwar teilweise hier in Oberhof wohnen oder zeitweise wohnen, entweder ihr Business hier haben oder in privat und mit sozialen Kontakten an Oberhof gebunden sind. Und wir haben uns gefunden, wir haben alle Stellen entdeckt, wo wir sagen, das kann doch hier nicht so sein, das funktioniert doch so nicht, der Tourismus bleibt aus, wir müssen hier irgendwas bewegen. Und nur gemeinsam können wir das erreichen. Es sind mittlerweile tiefe Freundschaften geworden, die in diesem Kreis entstanden ist. Das heißt, alles, was wir machen, machen wir schon fast privat und mit sehr, sehr viel Spaß. Und das ist auch so ein bisschen unsere Devise. Es ist viel, viel Herzblut, was da drin steckt und eine Gemeinschaft, die stetig wächst. Ich bin tätig hier im Panorama Hotel in Oberhof, zuständig für Verkauf und Marketing. Dieses Haus ist ja gekoppelt an eine große Hotelgruppe, an die H-Hotels, die in der ganzen Dachregion mit verschiedenen Eigenmarken vertreten sind. Da gehört dieses Treffhotel auch dazu. Meine Arbeit beschränkt sich im Bereich Verkauf und Marketing, allerdings auf Thüringen. Nun haben wir ja eigentlich viele, viele gerade Tourismusverbände, viele Vereinigungen, die sich um diese Sachen kümmern sollten, um die sich jetzt aktiv Oberhof kümmert. Wie reagieren die auf euer Engagement?
Wir kriegen tatsächlich von Vereinigungen und Verbänden noch gar nicht so viel Zuspruch. Tatsächlich sind es eher die, ich sage es jetzt mal ganz salopp, einfachen Menschen, von denen wir gerade sehr viel Zuspruch erfahren. Es sind verpartnerte Firmen, es sind aber auch ganz einfache Bürger hier aus Oberhof, teilweise sogar Rentner, die unsere Stammtische besuchen. Wir haben ja jeden ersten Montag im Monat einen Aktiv-Oberhof-Stammtisch und der wächst auch stetig. Da kommen auch immer wieder neue Leute und das sind meistens aber Leute, die keine großen Funktionen haben, die keine Entscheidungsträger im Land Thüringen für sowas sind. Und wir versuchen zwar immer wieder da ein bisschen ranzukommen, wollen dem Ganzen aber auch Zeit geben. Also wir sind jetzt auf dem zweiten Marktplatz, wir haben uns vom ersten Marktplatz zum zweiten schon enorm gesteigert und ich denke, dass auch die wichtigen Funktionäre das mit der Zeit mitkriegen werden, dass es eigentlich einfach ist, was zu bewegen und jeder ist sehr, sehr gerne herzlich willkommen, uns anzuschließen und mit uns darüber auch zu diskutieren. Was ist das? Das ist sozusagen die Visualisierung. Wenn man über Themen spricht und redet, dann ist das eben Reden und manchmal versteht man den Zusammenhang nicht und wo vielleicht die Geschichte eigentlich ist in der ganzen Sache. Und das ist das sogenannte Storytelling. Man erzählt in Bildern das Thema oder was hier eben gerade passiert und visualisiert das über dieses Thema. Eure Vision von Aktiv für Oberhof, wie sieht die aus? Ein gemeinsames, ein offenes, ein transparentes, eben ein visualisiertes, ein vor allen Dingen auch neues, also durchaus vielleicht auch ein verändertes zu dem bisherigen. Ja, ein Wechsel oder ein Wandel ist nun mal eben der Lauf der Dinge. Und das ist das, was uns antreibt, was uns Unternehmer und Bürger letztendlich hier aus Oberhof, und nicht nur aus Oberhof, sondern auch aus der Region, letztendlich zu so einem Event bewegt. Ein bisschen mal was zu deiner Vita? Ja. IT-Berater, studiert in Ilmenau und vor ein paar Jahren wieder den Fokus zurückgefunden nach Oberhof. Ich werde mal gefragt, wie kommt man drauf? IT-Unternehmer in Oberhof, macht das Sinn? Ja, es macht Sinn. Wir sind hier im Zentralbereich Deutschlands. Ich habe nach München die gleiche Entfernung wie nach Berlin. Ich kann bundesweit arbeiten. Ich habe eine Top-Work-Life-Balance. Ich habe die Natur. Das ist einfach super hier. Und das ist die Geschichte, die im Endeffekt dahinter steht. Und deswegen kann man auch ein IT-Unternehmer in Oberhof sein. Was sind die größten Probleme, die es jetzt gerade hier auch in Oberhof gibt? Was sind die großen Probleme? Also ich meine, das ist das, was uns der MDR ja uns immer zeigt, was die Probleme sind. Ja, vielleicht veraltete Strukturen, vielleicht ist die Infrastruktur nicht mehr die beste. Das sind so die Sachen, die uns vorgeworfen werden. Aber ich denke, demgegen kann man gegenüberstehen und man kann auch mal zeigen, was wir eigentlich haben. Und wir haben eigentlich sehr viel. Wir haben super Produkte, unser ganzer Wald ist voll. Wir haben ganz viele Hotspots, Sightseeing Points, vielleicht auf Deutsch. Einfach nur coole Sachen, wo man hingehen kann, was wir auch vermarkten können. Und natürlich auch den Sport. Und die Kombination der ganzen Sache macht es eben. Tourismus, Sport, Wirtschaft. Das ist eben eins. Und nicht jeder für sich, sondern gemeinsam. Das ist das auch, was wir hier erzählen. In den Vorträgen, in den Stories. Bürgermeisterwahlen für Oberhof stehen an nächstes Jahr? Ja. Wäre das was für Sie? Ich denke schon, ja. Einfach ja. Ja, es ist so, dass ich hier oben in Oberhof groß geworden bin. Ich habe hier oben in der Schule einiges auch erleben dürfen. Und ich denke, dass es eine wichtige Grundlage war, auch für den späteren Erfolg. Und da möchte man auch was zurückgeben. Und ich weiß, dass auch in Oberhof es viele Bestrebungen gibt, die wollen helfen. Und ich denke, dass gerade das Vernetzen wichtig ist, dass man sich zusammentrifft. Und es ist viel gute Arbeit geleistet worden von vielen. Und hier und da gab es Schwierigkeiten. Und ich denke nicht, dass man über jemanden schimpfen sollte, sondern sagen, nee, alle die was Gutes getan haben, das war in Ordnung so. Und wir müssen aus den Erfahrungen lernen und uns mehr zusammenraufen und es ist eigentlich egal, wer wie hilft. Hauptsache, man hilft und wichtig ist eben dieses Netzwerk, dass sich das bildet und dann möchte ich einfach einen Beitrag leisten, dass man zusammenkommt und es gibt nicht eine Sache, die sind besser oder die sind besser, sondern wir sind gut und wir müssen uns einfach nur verbinden. Aus dem leistungssportlichen Sinn beobachtest du das jetzt noch? Wo sind die Stellschrauben, an denen man unbedingt drehen müsste? Also es ist so, dass der Sport in einer Veränderung ist und ich glaube sogar, dass der Sport immer in der Veränderung ist, wenn man das jetzt über 100 Jahre mal betrachtet. Und genauso ist es auch in der Wirtschaft. Da verändert sich so viel und auch die Rolle des Unternehmers, auch des Selbstständigen, des Chefs, auch der Angestellten, das hat sich alles ein bisschen verändert und eben so im Sport. Und ich denke, dass man voneinander lernen kann, sowohl Sport als auch Wirtschaft und dass man auch ja, sehr stark kooperativ zusammenarbeiten kann, wovon beide profitieren. Und deshalb finde ich es wichtig, gerade hier mit auch einen Punkt zu setzen, Anregungen zu geben. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefuttert, sondern versuche nur Anregungen zu geben. Und wenn viele zusammenkommen, dann kommt auch was Gutes bei raus. Und wichtig ist, dass man wie im Sport auch es möchte, es will und dann kann man auch gewinnen. Dein Vortrag heute, auf was dürfen sich die Leute freuen?
eben aus Erfahrungen, die ich erlebt habe als Sportler, dann auch Dinge, die fließen ein aufgrund von meinen Großeltern, meinen Eltern, weil die ja früher auch einiges getan haben ihrerseits. Also man hat so ein bisschen die Geschichte von früher, das, was ich erlebt habe im Sport und dann natürlich auch knapp 10 Jahre Erfahrung auch im Fernsehbusiness, wie das dann da läuft. Und ich denke, da können die ein oder andere Geschichte den einen oder anderen hoffentlich begeistern und natürlich dann auch anregen, für mehr zu tun, dass man sozusagen das, was man gemacht hat, gut ist. Und diejenigen, die viel getan haben, das Gefühl haben, ja, wow, da merke ich, dass auch dann das Honorar rüberkommt in Form von Anerkennung. Also bin ich auf einem guten Wege und bekomme damit auch dann ein Dankeschön dafür, dass ich irgendwas Gutes getan habe. Und die, die der Meinung sind, Mensch, jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, jetzt müsste was machen, die möchte ich anregen, was zu tun. Der Sport scheint in deinem Leben ja noch eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Eben im Vortrag haben wir gehört, Trainingsumfänge von 4 Stunden am Tag wurden da so gefahren in Vorbereitung. Wie sieht denn dein Trainingsumfang aus in der Woche? Also aktuell natürlich, die 4 Stunden reichen nicht, da muss ich schon noch ein bisschen mehr machen. Und wenn man über so viele Jahre Spitzensport betrieben hat, dann ist es A, erstmal ein Grundbedürfnis, überhaupt sich zu bewegen, aber auch B, auch eine Notwendigkeit, weil die Organe auch wieder kleiner werden müssen auf das Normalmaß. Und deshalb muss ich auch noch ein bisschen was machen, damit mein Herz noch lange ordentlich und gut schlägt. Es ist schwierig, weil wir haben einen Riesenvorteil im Sport, dass wir messbare Werte haben. Wir können sofort messen. Der Trainer hat immer messbare Werte, ob das jetzt im Cross ist, ob das auch Rollern ist. Aktuell sind ja auch die Meisterschaften der Langläufer, wo sie auch gerollert sind, auch dann gerannt sind, wo sie auch messbare Werte haben über Vergleiche, über Generationen hinweg. Wie gut waren die vor vielen Jahren, wie gut waren die jetzt? Und das gibt so eine Richtlinie, dass man sich an sich arbeiten kann. Ist das in der Wirtschaft auch? Großer Gegensatz zwischen Wirtschaft und Sport. Beim Sport ist es so, was ich erfahren habe, ist, wir wissen, was wir wollen, was wir arbeiten und wir bekommen ein bisschen Geld. Wir bekommen das Geld, wir werden sozusagen unterstützt und wir geben dieses Geld aus, um es sinnbringend in Trainingslager, in Material umzusetzen, um dann bei Höhepunkten, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen hoffentlich dann gut zu sein, gut vorbereitet zu sein. Wirtschaft, bekommen die Geld von jemandem oder erwirtschaften die das nicht? Das heißt also, es gibt bei der Wirtschaft produzierendes Gewerbe, wo man sagt, ich produziere was. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Erfahrung von meinen Großeltern mit der Landwirtschaft. Da geht man raus bei Wind und Wetter und muss einfach das Feld bestellen. Da geht es nicht darum, dass irgendein Sponsor kommt und sagt, hier, jetzt kriegst du Geld, damit du draußen ackern kannst, sondern nee, da war das Geld von den Vorfahren da und damit musste man sehen, dass draußen dann irgendwann im Herbst die Ernte kommt, also jetzt. Das heißt, das ist ein großer Unterschied zwischen der Wirtschaft, wo was produziert wird, und dem Leistungssport. Und wenn ich jetzt vom Leistungssport rede, Spitzensport, dann ist es sozusagen auch eine Sache, dass ich je mehr Unterstützung und bessere Unterstützung ich bekomme, ich auch ein höheres Level arbeiten kann. Ist nicht zwangsläufig der Fall, dass man alles bezahlen kann und damit sich die Leute kaufen kann, sondern es ist wichtig, dass das Bewusstsein der Leute da ist. Und wenn das Bewusstsein der Leute da ist, sowohl Trainer als auch Athleten, dann kann ich mit mehr Unterstützung, mehr Support dann auch viel besser mich trainieren und auch vorbereiten. Sport ist in einer Veränderung. Und wir haben leider oft den Sport erlebt, dass der missbraucht wurde. Also nur das alte Rom genannt mit den Gladiatoren, wenn man das so als Sport nehmen darf, so frech. Oder dann auch später, gerade zu der Zeit, wurde der Sport schon, wie ich meine, auch einfach als Werkzeug benutzt. Dass aber neben dem Sport, der damals benutzt wurde, auch viele positive Dinge da sind, das ist oftmals gar nicht bewusst geworden uns Menschen, sondern ja, der Sport ist damals benutzt worden und da ging es immer nur um Hymne und Vaterland und die sollten damals im Trainingsanzug wie so ein Diplomaten sollten die damals gut sein und gewinnen. So, und dann auf einmal, nachdem Deutschland wieder gemeinsam war, war das auf einmal anders, hat sich der Sport auch verändert. Man hat sich finden müssen, auch hier in Oberhof. So, und wie findet man sich? Wie findet man wieder den richtigen Weg? Ich erinnere das mich sehr gut, dass gerade 92, als die Olympischen Spiele in Albertville waren, da war ich nicht dabei, dann riesen Erfolge eingefahren wurden im Biathlonsport oder in anderen Sportarten. Und dann auf einmal auch in Sommersportarten auf einmal wirklich Erfolg war. Warum war der Erfolg da? Hat man so ein bisschen das Gefühl, das schwappt noch so ein bisschen nach alten Arbeiten. Also anders ausgedrückt, parallel zwischen Sport und Wirtschaft sehe ich auch, dass es im Sport eine lange Trainingsphase braucht. Wir haben das eben auch gehört, waren 11 Monate Vorbereitung für Race Across America. Bei mir war es im Sport so, ich habe 10 Jahre lang im Nachwuchssport gearbeitet und bin dann in den Weltcup gekommen. Das heißt, 10 Jahre langes Arbeiten, um dann an der Weltspitze mal anzuklopfen, nicht ganz oben zu sein, nur anzuklopfen. Das hat sich heutzutage verändert. Das heißt, der jugendliche Nachwuchssportler, der jetzt trainiert, wie ich da vielleicht 10 Jahre, muss auf ein höheres Niveau hüpfen. Das heißt, der Sport hat sich immer weiterentwickelt. Das heißt, die Zeit für einen Nachwuchssportler ist weniger geworden, aber das Pensum höher. Wie soll er das schaffen?
Das heißt, ich hatte das Riesenglück in meiner damaligen Zeit, dass man, darf man die Jahre, ich sage immer gerne die Olympiaden, das ist der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen, 4 Jahre, man darf die Olympiaden nicht einfach vergleichen und sagen, okay, der ist besser, der ist besser, der ist besser. Ich erwehre mich auch dagegen zu sagen, das ist der Beste aller Zeiten. Nee, das ist der Beste in einer Epoche, aber nicht der Beste aller Zeiten. So, jetzt jede Sportart, jeder Sportler ist in einer Veränderung drin. Das heißt, wir haben in der Wirtschaft Schule, Ausbildung, wir haben im Sport Schule, Ausbildung. Das sind Parallelen. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, auch für die Zukunft. Wenn wir weiter im Sport gut sein wollen, müssen wir ansetzen in der Ausbildung, in der Vorbereitung, müssen Ziele setzen. Und ich habe als Sportler angefangen, einfach mit einer Vision, ich wollte mich bewegen. Ich wollte gar nicht Olympiasieger, Weltmeister werden. Als ich angefangen habe mit Sport, war ich Leichtathlet. So, und dann habe ich mich interessiert, so ein bisschen für Wintersport auch. Mein Vater hat gesagt, okay, ich melde dich an beim Langlauf. Wir wissen ja darum, ich meine, die meisten wissen darum, dass es ja eine DDR-Sichtung gab, damit man an den Sportschulen genügend Athleten auch hat in den jeweiligen Jahrgängen. Ich jedenfalls war für die Leichtathleten noch so ein bisschen auf Wartestellung. Ab der 8. Klasse hätte ich in Erfurt mal anklopfen können für die Mittelstrecke. So, und da hatte ich noch ein bisschen Zeit. Ich habe Langlauf betrieben und für die Langlauf-Rangliste hatte ich viel zu wenig Punkte. Da war ich gar nicht gut genug, weil ich als Umsteiger einfach zu schlecht war. Habe damals in Seligenthal angefangen. Und da kam einer und hat auf mich getippt und hat gesagt, Mensch Sven, wie sieht's denn aus? Würdest du nicht mal Biathlon betreiben? Und habe ich so gesagt, nee, die Schanze traue ich mir nicht runter. Herr Liebling, Grüße an Sie. Nee, das ist nordische Kombination. Biathlon sieht ganz anders aus. Du fängst mit Luftgewehr an und schießt ein bisschen, machst ein bisschen Langlauf dazu. Das war interessant. Hey, das probierst du mal. Das heißt, ich hatte Lust bekommen. Ich hatte auf etwas eine, wie soll man sagen, war eine Spannung da. Ich hatte eine gewisse Motivation, mal was Neues auszuprobieren. Da ging es nicht um Olympische Spiele, Weltmeisterschaften. Das war völlig außen vor. Und ich denke, diese Triebkraft sollte man einfach nutzen. Nicht jedes Kind möchte Olympische Sieger, Weltmeister werden. Am Anfang. Vielleicht entwickelt sich was draus. Nicht jeder Werktätige, der irgendwann mal später ein Meister ist oder sonst was ist, will unbedingt dieser Meister werden. Aber man muss irgendwo, finde ich, jungen Menschen eine Vision geben, dass sie vielleicht was erreichen können und dass das, was sie gerade tun, vielleicht Spaß macht. Weg sind von der Straße, weg von woanders. Ich habe damals nicht daran gedacht, irgendwelche Müllkübel umzuschmeißen oder irgendwelche Graffitis anzusprühen. Damals gab es Farbrollen, gut, Graffiti noch nicht, gebe ich zu. Aber ich hatte ganz andere Sorge, neben dem Sport irgendwelche Dummheiten zu machen. Sondern ich war, in der Schule war ich gefordert, ich hatte im Training was zu tun, ich war einfach kaputt, ich habe mich abends hingelegt, wir hatten unsere sozialen Netzwerke, auch ohne Handys. So, das war damals und ich finde, das ist eine wichtige Erfahrung, von der ich heute profitiere. Auch den Kindern, meinen Kindern weitergebe, denen eine sinnvolle Aufgabe geben. Ist das nicht auch Ziel der Wirtschaft, dass man sagt, ich möchte in Zukunft ordentliche Werktätige haben, die hier ordentlich arbeiten, richtige Arbeitnehmer haben? Ich glaube, auch in der Wirtschaft ändert sich was, dass wir mehr darüber nachdenken sollen, das zu entwickeln. Und ich glaube, auch in der Wirtschaft hat sich alles weiterentwickelt. Der Bäcker ist nicht mehr der Bäcker von früher. Der Fleischer ist nicht mehr der vom Fleischer von früher. Das heißt, der Fleischer, der Meister war und anerkannt war in dem Gewerbe, ich rede, wie gesagt, ein bisschen aus der Landwirtschaft, wenn der vor 100 Jahren der beste Fleischer wiedergeboren worden wäre jetzt, da würde sie sagen, um Gottes Willen, wie hat sich das alles verändert? Ich kann den Beruf nicht mehr arbeiten. Die ganze Computertechnik, die Vernetzung, die ganzen Hygienevorschriften, so, lasst mich damit in Ruhe. Das heißt, das hat sich auch alles entwickelt. So wie im Leistungssport ein junger Nachwuchssportler sich auf ein höheres Niveau begeben muss, um im Weltcup anzuklopfen, so denke ich, ist es in der Wirtschaft auch.